gerade gemerkt, das Mikro war viel zu laut eingestellt. Ich hoffe, jetzt ist es besser. Aber ich bin mal gespannt, was jetzt hier passiert. Redondo, leicht verletzt. Müssen wir ihn vielleicht schon zur Halbzeit wechseln? Das ist die große Frage. Ich schaue mal gleich, was er überhaupt hat. Ich habe das gerade gar nicht mitbekommen. Maximilian Beister kommt. Das ist natürlich, der hat schon erste Liga gespielt und Ingolstadt spielt hier auch richtig stark. Jetzt schauen wir mal eben. Wir gehen hier auf Pause, denn sonst überrennen die uns vielleicht doch nochmal. Wir schauen mal, was er da für eine Verletzung hat. Mögliche Fußverletzung wird durch Verletzungen behindert. Von daher, dann kommt er auch mal raus. Denn das können wir uns nicht leisten, dass wir da einen Spieler sozusagen nur noch zur Hälfte haben. Und jetzt eben der Wechsel. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Erste Halbzeit 0-0, zweite Halbzeit fängt an. Stendera auch, einer, der schon Bundesliga gespielt hat. Also das ist kein schlechtes Team, was Ingolstadt da auf den Beinen hat. Und ich bin echt gespannt, wo das hinführt. Uiuiui. Da hatten wir dann doch ein bisschen mehr Glück als Verstand. Wir haben auch schon wieder drei gelbe Karten. Die müssen wir sowieso gleich auch einmal durchwechseln. Denn sonst kriegen wir hier vielleicht noch eine gelb-rote. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir hier vielleicht den Eckball gut hinkriegen. Erstmal nicht. Jetzt, wir haben aber weiterhin den Ball. Spiel den Ball mal schön. Ich wollte eigentlich sagen vorne rein, aber er spielt nach hinten. Jetzt kommt... Wir kommen da durch die Mitte durch. Das ist gut, das ist richtig gut. Und das ist der Pfosten. Schade. Nee, wir bleiben hier gleich in der Szene, weil wenn wir wechseln, dann wird es keine Situation werden, die gefährlich wird. Das ist bei Football Manager leider immer noch so. Jetzt könnten wir wechseln. Es geht sowieso in die andere Richtung. Also, gelbe Karte raus. Wir dürfen ja noch dreimal wechseln. Wie gesagt, das ist ja die Regel, die es aktuell gibt. Aber dafür haben wir sowieso keinen. Von daher drei Wechsel getätigt haben wir jetzt schon in der 65. Minute. Da kommt Ingolstadt, Ingolstadt und da steht es 1-0. 1-0 für Ingolstadt war absehbar. Wir haben bisher 65 Minuten gespielt, nicht wirklich ins Spiel gefunden. Und dann passiert sowas, dass ein langer Ball uns da ausnockt. Die hätten schon längst führen können. Jetzt gibt es Freistoß für Stendera, das wird richtig gefährlich, das wird richtig gefährlich, aber wir haben da einen klasse Keeper hinten drin. Und vielleicht gibt es einen Konter? Nee, eher nicht. Wir wechseln mal vorne im Sturm, Spalvis geht mal runter. Ich bin mal gespannt, wann wir unseren Top-Stürmer wieder zurückkriegen. Wie gesagt, wir sind ja auch immer noch im Verletzungspech, aber ich denke, das Spiel werden wir hier verlieren gegen Ingolstadt und genau das ist auch der Fall. Wir verlieren 1-0 gegen Ingolstadt. Ja, Redondo hat sich verletzt, 7 Tage bis 2 Wochen. Wir können jetzt ihm eine Spritze geben, dann kann er gegen Meppen spielen und dann fällt er danach 11 Tage bis 2 Wochen aus. 11 Wochen, genau. Oder wie gesagt, ab jetzt darf er 7 bis 10 Tage zum Physio gehen. Dann würde ich sagen, das machen wir mal. Die abschließende Pressekonferenz werde ich mal eben halten. Ja, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Wir spielen jetzt gleich gegen Meppen um 14 Uhr. Wir haben es jetzt sogar 14 Uhr. Wir haben gerade von unserem Fitness-Test, also von unserem Chef-Physiotherapeut Erik Schön, die Nachricht bekommen, Abdus Bahic kann spielen. Kein Fitness-Test erforderlich, kann in der kommenden Partie ohne besondere große Verletzungsrisiko spielen. Also er hat ja die Verhärtung in der Oberschenkelrückseite gehabt. Dann haben wir den Philipp Hercher, hat auch bestanden. Maximal kann er aber nur 45 Minuten spielen. Und Kenny Prince Redondo kann auch maximal 45 Minuten spielen. Damit stehen uns natürlich Spieler zur Verfügung, mit denen wir jetzt erstmal so nicht gerechnet hätten. Wir sind aktuell auf Platz 12 und spielen gegen den 18. Alles dürfen wir machen, nur nicht verlieren. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, dass wir weder Redondo noch Bahic einsetzen werden. Obwohl Bahic könnten wir, die haben ja gesagt, er kann das ganze Spiel spielen. Vielleicht sollten wir dann einfach auch spielen lassen. Aber Hercher und Redondo, also Redondo nehme ich noch nicht mit, denn ich möchte, dass er komplett fit wird. Aber ihr seht es, Poirier noch verletzt, Kleinsorge noch verletzt, Tölke noch verletzt.
Also wir haben es, wir haben aber auch Pech. So, schauen wir wieder nochmal auf das Briefing. Das Briefing sagt an, die Teamanweisung passend zu seiner Ausdauer. Das ist von 4 Spielern. Dann 8 Spieler sind immer noch nicht mit der Flexibilität vertraut. 3 Spieler stimmen den taktischen Ansatz zu. Marion Ritter sagt sogar, das passt alles zu seiner Übersicht, die Teamanweisung. Und Kevin Kraus ebenso. Also rein ins Spiel. Die Mannschaften sind da, wir sind da. Wir wollen jetzt natürlich am liebsten 3 Punkte haben. Es ist nicht ganz so einfach, wenn man eben so viel Verletzungspech hat, dann ist man auch schnell eben auf der schiefen Bahn. Das müssen wir jetzt erstmal so gut es geht verhindern, dass wir weiter Trainer bleiben und dann mit dieser super top fitten Mannschaft dann vielleicht noch weiter trainieren dürfen. Das ist Balbis, 2. Saisontor. Geht doch. 10 Minuten gespielt. 9 Minuten 24 und wir führen durchs Balbis. Das finde ich richtig nice, wie er dann, ja, wie die hier kämpfen, um den Ball nochmal reinzukriegen. Und damit machen wir einen großen Satz nach vorne, nämlich auf Platz 11. Freistoß für uns, Kopfball nur ganz, ganz knapp drüber. Schade. Achtung, jetzt kriegen wir einen Gegenangriff von Meppen. Ich musste gerade überlegen, gegen wen wir spielen, aber wir spielen ja gegen Meppen. Wieder ist Meppen durch und da steht es 1-1. Wieder ist Meppen durch, es steht 1-1 und wieder ist es ein langer Ball. Das heißt also hier, was heißt ein langer Ball, aber hier einfach die Abwehr überspielt. Das darf nicht passieren, daran müssen wir arbeiten, das müssen wir noch wieder einstellen. Ich nehme euch gleich mal mit in meine Taktik-Dings, wo ich das dann einstellen kann. Aber Cesar macht das 2-1. Vielleicht ändere ich auch nichts. Ich bin mir immer unschlüssig, ob ich was ändern soll, denn ihr wisst es, es dauert eben seine Zeit, bis das angenommen wird. Und das ist hier schön gemacht. Cesar ganz alleine, mittig vorm Tor. Da kann er einschieben. Der nächste Angriff läuft und der ist schön und das ist leider nur der Pfosten. Leider nur Pfosten. Ich habe auch mal einen Kommentar von euch gelesen, in der 3. Liga gibt es gar keinen Videobeweis. Ganz ehrlich, ich muss auch nochmal wirklich drauf achten, ob es den hier denn im Spiel dann in der 3. Liga gibt. Eigentlich wahrscheinlich dann nicht. Aber ich bin mal gespannt. Es gibt in Freundschaftsspielen hier auch Videobeweis. Von daher, ausgeschlossen ist hier gar nichts. Und jetzt, da ist Eliasud. 3-1 Führung. Es läuft. Es läuft zwar noch nicht ganz so ohne Flecken, aber es läuft. So, 70. Minute, wir werden wieder wechseln. Ich bin immer ein Freund davon, gelb verwarnte Spieler auszuwechseln, weil ich einfach überhaupt keine Lust habe auf gelb-rote Karten. Und dann können wir hier gleich mal, wen könnten wir denn noch auswechseln? Dominik Schad, er spielt ja nur ganz okay. Ne, dann können wir ihn nicht auswechseln. Wir haben gerade keinen Spieler dafür, obwohl, doch, vielleicht, wir können André darüber setzen. Und Dominik Schad, dann könnten wir dafür Bachmann. Aber der ist zurzeit selbstgefällig. Mal gucken. Ich bin mal gespannt, was das mit ihm jetzt, ja, wie es wird. Die letzte Minute läuft. Das Spiel ist zu Ende. Ja, wir gewinnen 3-1. Klopfen wieder etwas weiter oben mal an. Ich glaube, wir sind gerade noch Tabellenneunter. Duisburg spielt aber noch, also können wir noch auf 10 runterrutschen. Ja, wir schauen jetzt mal in die Taktik etwas genauer rein, bevor wir gleich gegen den 2. in der Liga spielen. Und zwar, wenn wir jetzt gucken, warum wir so viele Gegentore bekommen, dann müssen wir einfach mal gucken, wie kommt das zustande. Wir spielen natürlich offensiv, das könnten wir das Ganze auch noch ausrichten und könnten sagen ausgewogen oder kontrolliert. Vielleicht gehen wir einfach mal auf kontrolliert, dann sind wir nicht ganz so offensiv. Und jetzt müssen wir mal Gegner im Ballbesitz gucken. Ja, wir stehen aber auch sehr, sehr hoch. Wir stehen sehr, sehr hoch. Ich glaube, ich ziehe uns einfach mal ein Stück zurück. Und ich würde sagen, doch, wir könnten die Gegner nach außen zwingen. Dann sind sie nicht ganz so. Und dann gehen wir hier noch ein Stück zurück. Und hier werde ich jetzt doch mal in Duell, oder ich mache das einfach aus. Nee, ich möchte, dass die in die Zweikämpfe gehen. Sei es drum, gelbe Karten,
muss man im Fußballspiel auch mal riskieren. So, jetzt haben wir mal von offensiv sind wir mal ein bisschen runtergegangen, um zu gucken, ob wir jetzt das Spiel besser, ja, wie die Taktik ja schon sagt, kontrollieren können. Und wir stehen nicht ganz auf der Mittellinie, sondern etwas tiefer. Tja, Yannick Bachmann fällt jetzt auch für 4 Wochen aus. Das ist, ich sag ja, ich weiß nicht, was in dieser Mannschaft zurzeit drin ist, dass wir so ein Pech mit Verletzungen haben. Juszczyk ist auch verletzt, also wir haben jetzt Bachmann und Juszczyk auch noch verletzt. Jetzt müssen wir mal schauen, dann wird wahrscheinlich Heinault spielen. Ich habe so langsam keine Ahnung mehr, wen wir denn alles noch holen sollen, damit das hier funktioniert. Ich sortiere mal hier ein bisschen die Ersatzbank, damit ich einfach einen Überblick habe. Deswegen mache ich das eigentlich grundsätzlich so, dass das hier ein bisschen sortierter ist. Er ist noch verletzt. Verteidiger haben wir 3, Stürmer haben wir 1. Der ist verletzt, aber Redondo ist ja wieder fit. Dann kann er erstmal auf die Bank. Und jetzt nochmal den Defensiven mit dem Offensiven. Und Redondo natürlich spielt der auch sofort. Ja, der Co-Trainer kam jetzt mal auf uns zu, hat uns einen Ratschlag gegeben, was die Aufstellung angeht. Er hat gesagt, anstatt Heinault auf der linken Außenverteidigerseite sollten wir Hercher einsetzen. Habe ich mir angeschaut und bin auch davon überzeugt jetzt, dass wir vielleicht ihn doch besser spielen lassen sollten. Und ich möchte mal ein Thema zur Taktik sagen. Am Anfang, das erste Video, habe ich das nur eben kurz eingeblendet, habe gesagt, ich spiele so und bin rausgegangen. Ich hatte ein bisschen Sorge. Ich war mir noch nicht ganz sicher, mit welcher Formation ich spielen werde. Und es ist ja ein Projekt geplant mit Jan und Mike und die schauen beide dieses Format. Natürlich, wenn ich da jetzt die Aufstellung oder die Taktik teste, diese Test 1, deswegen heißt die ja Test 1, wenn die natürlich funktioniert und ich bin davon voll überzeugt, dann könnten die natürlich jetzt schon, Grüße gehen an euch raus, sehen, wie ich spielen werde. Ich habe aber mir noch eine andere Variante angeguckt und die werde ich natürlich nicht verraten. Das ist dann Test 2 und die werde ich dann wahrscheinlich eher in unserem Projekt zu dritt spielen. So, ich habe nochmal etwas geändert und zwar unsere Innenverteidigung. Da spielt jetzt Kraus und Tölke. Tölke ist wieder fit. Spajic habe ich auch gerade nochmal die Nachricht bekommen. Jetzt ist er wirklich komplett fit. Und Redondo auch. Das könnte mal ruhig weggehen, was da aufgeploppt ist. Ich warte ja immer noch auf unsere Stürmer. So, wir haben jetzt der Mannschaft gesagt, wie wir spielen wollen. Wie wir das gedenken zu spielen. Natürlich Hansa Rostock jetzt ein wichtiges Spiel. Klar, sie sind weit vor uns, da sollten wir uns das nicht zu leicht machen, aber sie sind eben vor uns, wir können rankommen, wenn wir hier gewinnen. Oh, das haben wir schön gemacht, das haben wir richtig schön gemacht. Schade, ihr seht es, die sind Tabellenplatz 3 und wir sind 9 und die haben 6 Punkte Vorsprung, waren 6? Ja, 6 Punkte Vorsprung. Wenn wir da die natürlich auf 3 verkürzen könnten, das wäre natürlich richtig genial. Eckball, der ist erstmal nichts. Ich bin auch gespannt, wie die jetzt mit der neuen Taktikausrichtung spielen. Natürlich haben wieder mehr Spieler gemeckert. Wir können das nicht. Du, die müssen das jetzt lernen. Wir sind hier in der Findungsphase und Shift-G, der trifft. Wir haben ja nichts an der Formation geändert. Wir haben ja nur gesagt, jetzt anstatt immer nach vorne zu rennen, wie so Berserker, steht erstmal gut im Mittelfeld. Also, hier 1:0. Wunderschön, 25 Minuten gespielt gegen Hansa Rostock und das ist, ja, wunderschön. Wieder vorne ist Balvis, vergibt Redondo gegen den Pfosten. Meine Güte, kurz vor der Halbzeit wäre hier die Möglichkeit gewesen, auf 2:0 hochzuschrauben, aber dann hatte Balvis nur den Keeper getroffen und Redondo nur den Pfosten. Okay, ich kriege gerade die Mitteilung, dass eben Redondo ziemlich K.O. ist. Logisch, er hat eine Verletzung hinter sich, da müssen wir ihn dann auch mal auswechseln. Gottwald kommt auch mal rein für den gelb verwarnten Kevin Kraus. Es sind 60 Minuten gespielt. Allzu spät darf man auch nicht einwechseln, weil ansonsten sehen die das nicht als Spielerfahrung an und Skalatidis hätte ich doch dann gerne nochmal, und zwar über die Außenbahn.
Und das wäre es dann auch erstmal. So, die letzten Minuten laufen. Es kommt nochmal Hansa Rostock zum Zuge. Langer Ball. Eigentlich habe ich gesagt, wir sollen gut stehen. Wie unverdient wäre das denn, wenn der 94. Minute der erste Angriff von Hansa Rostock reingehen würde? Jetzt kommt, macht da keinen Blödsinn. Es ist noch eine halbe Minute. Jetzt ein langer Ball. Dann haben wir doch die Zeit hinter uns. Nochmal Einwurf. Ich bin gespannt. Guck in die richtige Richtung, Schad. Werf nicht nach hinten einfach irgendwie. So, Ritter. Komm, noch 10 Sekunden. Das war echt Blödsinn. Jetzt haben wir den Ball. Jetzt dürfte es der Sieg gewesen sein. Noch 3 Sekunden. 2, 1, Ende. Wir gewinnen hier gegen den oberen Hansa Rostock. Gegen, ich glaube, den drittplatzierten Wahnsinn, ne? Also von daher nicht schlecht. Ja, wir haben jetzt erstmal die monatliche Leistungsbeurteilung von uns gekriegt. Natürlich, es ist nicht so gelaufen, wie wir uns es gewünscht haben. Wir haben aber eine solide 3+. Das Einzige ist, dass er über die Ergebnisse der Mannschaft enttäuscht ist. Klar, das sind wir auch, denn wir haben gegen Türkgücü München verloren. Wir haben gegen Wien Wiesbaden 4-1 verloren. 2-1 gegen Dresden würde ich noch nicht mal so als enttäuschend sehen, aber das ist natürlich das, was unsere Wertung gerade runterzieht. Aber das liegt erstens daran, dass ja, wir nochmal in der Taktik geschraubt haben. Gerade nach dem 4-1 war das ja so deutlich, dass wir das machen mussten und wir natürlich sehr viel Verletzungspech haben. Ja, schauen wir denn nochmal, was wir... Wir haben nämlich gerade den Verletzungsbericht gekriegt. Kevin Prinz Redondo ist gerade wieder genesen und Bjarne Tölke auch, das sehen wir hier unten. Und Marvin Purier ist immer noch verletzt, 6 Tage bis 3 Wochen. Bisherige Ausfallzeit waren 5 Wochen schon. Er hat einen Rippenbruch, ja, das ist natürlich dann Kleinsorge mit dem Unterschenkelbruch, 2 bis 4 Wochen immer noch. Adam Hürsek, meine Güte, das sind alles so Zungenbrecher, hat einen Knorpelschaden im Knie, das ist nicht gut, 3 bis 5 Wochen und Yannick Bachmann auch noch 8 Tage bis 4 Wochen, also das sind auch jetzt nicht kurze Verletzungen, das sind also auch alle Spieler, die wir jetzt nicht unbedingt übermorgen wieder im Kader erwarten können. Nachdem Carlos Sickinger nicht mit dem ersten FC Union Berlin verhandeln durfte, hat er durchblicken lassen, dass er gerne in einer besseren Liga spielen würde. Haben Sie dazu irgendetwas zu sagen? Also jetzt kriegen wir auch so langsam Probleme mit Spielern, die nicht bei uns so erfolgreich sind, wie sie sein wollen. Und ja, jetzt müssen wir mal entscheiden, was wir sagen. Ich sage, ein Spieler mit mehr Schneid würde alles geben, um seine Träume bei seinem aktuellen Verein wahr werden zu lassen. Aber wenn er so dringend wechseln will, ist es vielleicht für alle das Beste, wenn ihm die Freigabe erteilt wird. Ja, es gibt gerade keinen Grund, jetzt zu sagen, warum sollten wir irgendetwas wechseln an unserem Team. Never change the winning team ist so ein bekannter Spruch. Deswegen, ihr kennt die Aufstellung, ich würde sagen, wir gehen rein ins Spiel. So, wir gehen rein ins Spiel. Wenn wir natürlich hier gewinnen, umso besser, umso schneller werden wir oben anknüpfen. Das ist Kevin Kraus. Also, Führung und das Ganze nach nur 3,5 Minuten. Wir schauen jetzt gleich mal in der Tabelle, wo uns dieses Tor hinführt. Nach dem Eckball noch besser. Und das führt uns, wenn das ganze Spiel das berechnet, schon auf Platz 4. Es gibt Freistoß in der 14. Er sieht gut aus. Der muss rein. Das ist natürlich eine klasse, klasse Parade. Aber so ein Ball muss sitzen. Aber jetzt kommen die Gegner. Wir spielen ja gegen FSV... Schieß mich tot, würde ich mal sagen. FSV... Gegen wen spielen wir eigentlich? Schaue ich gleich mal nach. Über außen, jetzt könnte der Ball in die Mitte kommen, das tut er auch in die Mitte, das ist das Tor. Kenny Prinz Redondo, das ist richtig, richtig schön in der Mitte, was die da angestellt haben. Nicht gleich der Erste hat draufgezogen, sondern erst der Nächste, also wir sehen es hier einfach nochmal. Hier über außen, schön dran vorbei, dann Cessa lässt ihn abreißen, Balbis mit der Hacke auf Redondo und Redondo macht ihn rein. Das ist das 2:0 und jetzt mache ich mal eben kurz Pause, damit ich auch sehen kann, gegen wen wir denn da überhaupt spielen. Wir spielen gegen FSV Zwickau. So, Halbzeit. Es geht jetzt weiter in Halbzeit 2. Die Gegner haben schon 3 gelbe Karten. Auch das ist jetzt ein bisschen besser geworden bei uns.
Wir sind aktuell, ja, gerade rutschen wir runter, weil die anderen auch Punkte holen, aber wir sind richtig nah dran an dem dritten Platz, was mir auch erstmal reichen würde, wenn wir um die Relegation spielen müssten. Zwickau, Zwickau, und das ist eine klasse Parade von Spahic, der den Ball hier gut festhält. Da hinten der Monitor, der ist einfach klasse. Früher hatte man da immer nur die Pommesbuden, jetzt steht da ein Monitor. Oh, wir haben schon die 73. Minute, wir müssen jetzt mal wechseln. Cessa ist selbstgefällig. Dann wechseln wir mal Tim Reeder ein oder nehmen wir Sickinger. Wir könnten auch Sickinger einwechseln. Dann spielt, würde der auch mal spielen. Und Spalvis kriegt auch mal eine Pause. Das dafür darf Rösser spielen. Und wer kriegt noch eine Pause? Das ist jetzt ganz interessant. Wer ist denn noch? Hanslik, den könnten wir mal spielen lassen für Hut. Jetzt kommt Zwickau. Zwickau kann es spielen und Dustin Wilms trifft zum 2:1. Es werden jetzt nochmal spannende 7 Minuten, denn ja, sie kommen ran. Ich möchte hier auf gar keinen Fall verlieren. Das ist Punkt Nummer 1, denn wir wollen diese 3 Punkte unbedingt mitnehmen, um die Chance zu behalten, Relegation irgendwann spielen zu können. Und ich glaube, das schaffen wir auch. Das Spiel ist nämlich gerade in diesem Moment aus. Wir gewinnen 2:1. Richtig genial. Wir schauen mal auf den Terminplan. Also es läuft jetzt ja gar nicht schlecht. Wir haben 3 Siege. Gegen Ingolstadt haben wir unglücklich 1:0 verloren. Aber es war auch verdient. Also was heißt unglücklich? 1:0 ist einfach das Ergebnis unglücklich. 0:0 wäre natürlich schöner gewesen. Aber Ingolstadt hat verdient gewonnen. Ja, aber die nächsten Partien heißen dann Magdeburg, Hallescher SC, VfB Lübeck und der erste FC Saarbrücken. Alles in der dritten Liga. Und ihr seht ja, die zweite Runde im DFB-Pokal kommt ja dann auch schon im Dezember. Und ja. Wenn euch das Ganze natürlich gefällt, dann würde ich mir wünschen, dass ihr einmal den Daumen da lasst, die Glocke und denkt dran, Abo des Monats, ihr könnt gewinnen, ihr könnt ein Geschenk gewinnen. Einfach einen Kommentar da lassen, und wer noch nicht weiß, was das ist, der schaut mal den Fox Talk an. Das ist auch eine komplette Playlist, da könnt ihr gerne mal reinschauen. Ich glaube, es sind drei Fox Talks bisher wieder in neuem Format gekommen. Und vielen herzlichen Dank dafür, und ich möchte mich auch bedanken, dass ihr so fleißig hier einschaltet. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür, und dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag. Haut rein, man sieht sich. Ciao, tschüss, freue mich an. Bis dann. Bye-bye!